Herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil. So, wir haben es geschafft. Mia hat es geschafft. Mia hat Ethan befreit, aber hat sich dann doch geopfert. Dem Evelyn gegenüber, so wie es aussah. Und ja, uns ist jetzt, wir sind jetzt auf dem Weg quasi ins Salzbergwerk. Moment. Ich habe vor, hier noch die Steroide rauszuholen. Darum war hier das noch offen. Darum haben wir auch noch ein paar Münzen gekriegt. Interessant. Gut, das haben wir. Jetzt holen wir uns da noch die Ausdauer raus. Waffe möchte ich jetzt eigentlich keine mehr holen. Ups. Das wollte ich auch nicht. Habe ich wohl zu schnell gedrückt hier. Naja, passiert. So, jetzt holen wir uns die hier noch raus. Stabilisator. Gut. Dann tun wir uns gleich mal intravenös zu uns nehmen. Nicht hingucken. Ah, diese Drogen, ey. So. Jetzt muss ich mal gucken. Ich gehe hier aufs Maschinengewehr. Und wir gehen jetzt mal. Wir müssen ins Salzbergwerk. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Hier steht ja schon mal so ein alter Minenkarren rum. Und da haben wir auch noch eine flüssige Chemikalie. So. Ach du Scheiße. Kommen aber viele hier. Sag mal. Naja. Was haben wir denn noch? Hoppla. Keine Ahnung, was das gerade war. So. Maschinengewehrmunition. Irgendwo rein ist es sich noch. Alter. Das scheint wohl der Aufzug zu sein, jetzt wo es runter geht zur Mine. Oh, ich möchte eigentlich nicht da runter, aber wir haben keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen Evelyn endgültig ausschalten. Und ich habe keine Ahnung, ob uns da noch die Leute von dieser Umbrella. Ja, ich habe mich ein bisschen belesen. Umbrella-Gesellschaft oder wie die heißen. Sich hier unten auch aufhalten. Anscheinend sind sie ja schon. Hier, die sind ja mit ihrem Hubschrauber da schon rumgeflogen. Jetzt sind wir also in der Salzmine. Und
und... Ach du Scheiße. Ich hasse diese Viecher. Aha. Und hier hat dieser komische Sohn wieder Fallen ausgelegt. Was haben wir hier? Kraut. Nehmen wir mit. Blindenmunition, das ist ja mal was. Okay. Oh. Alter, wie kommt ihr jetzt wieder her? Oh mein Gott, ihr kommt daher. Dann gehen wir mal da lang. Sollte man eigentlich nicht machen, aber naja. Ich geh mal. Oh, hier geht's nicht weiter. Hier waren sie ja kräftig am Graben, ne? Ah, Bomben. Ich weiß nicht, ob man hier unten wirklich eine Bombe zünden soll. Scheiße. Boah. Jetzt bleib liegen. Alles verschossen. Wir werden es nicht überleben hier unten. Hier ist auf jeden Fall nichts. Kommen wir da durch. Ja, ich werde jetzt hier mal ein bisschen mit Sprengstoff arbeiten müssen. Gucken wir mal, was hier ist noch. Haben es angefangen zu graben. Gut, dann gehen wir zurück. Kommen wir jetzt da nicht mehr hoch oder was? Okay. Da muss
muss es doch dann einen anderen Weg geben noch hier. Aha. Schieb! Schieb! Okay. Dann hätte ich mir die Munition wohl sparen können. Der hätte die bestimmt überrollt. Wo kommt man jetzt hier hin? Geh mal hier hoch, vielleicht liegt... Toll. Echt toll. Jetzt mal hier unten, vielleicht finde ich noch irgendwo Muni. Hier. Ja, gerade die, wo ich jetzt weggeräumt habe. Mann, 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 Mann. Irgendwas muss ich entsorgen. Ich weiß nicht, was kommt. Die antiken Münzen, die weg. Weg damit. Ich habe zu viel Mist hier drin. Oh nein, der hat die antiken Münzen weggeworfen. Ja, hat er. So. Jetzt nimm doch das mal da hoch. Meine Herren, echt. So, jetzt. Da ist wieder eine Sprengfalle, darum bin ich da jetzt nicht gerade so schnell hochmarschiert. Die müssen wir jetzt erst einmal entschärfen. So leid, wie es mir tut. Ja, super. Das hat mir jetzt gerade noch gefehlt. Also der Typ geht mir so auf die Nerven. Dieser bescheuerte Sohn, ey, echt. So, hier ist wenigstens offen. Haben wir hier einen Safe Room? Was haben wir denn hier alles? Kraut. Was ist hier mit dem Laptop? Gesendet, Freitag, 16. Januar 2015 um 0.42 Uhr. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie ist nicht nur wie ein kleines... Was? Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genau so blöd wie eins. Okay. Mom und Dad sind aber immer noch voll drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ist ein bisschen krank.
Kann nicht lesen heute. Gesendet Freitag, 4. November 2015 um 2.10 Uhr. Mia, das Miststück ist immer noch irgendwo zwischen Evi Märchenland und Realität. Sie kann ziemlich gewalttätig werden, also habe ich sie in eine Zelle gesperrt. Dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so, aber es scheint sie nicht zu kümmern. Sie geht sie sogar manchmal besuchen. Sie denkt, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist nicht ganz dicht. Freitag, 1. September 2016, 1.10 Uhr. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihrer Freakshow von einer Familie zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet. Aber es ist eine Scheißarbeit für mich, weil ich den ganzen Tag Schweinkram aufräumen muss, wenn jemand Neues kommt. Übrigens sieht Evi krank aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Bestimmt E-Mails von, naja, von einem gestörten Sohn. Steroide. Nehmen wir uns doch nochmal einen Schluck Steroide. Jawohl, ja. So, und was haben wir noch? Gut, gehen wir weiter. Dieser Lukas, ey. Du grüne Neune. Enixotexin A-Serie Dosierungstest. 5 Minuten nach Dosis erbrechen. Okay. 10 Minuten nach Dosis tot. 12 Minuten nach Dosis Kalzifikation der Zellen. Was ist hier drin? Was kommt da rein? Zerstört Zellmaterial aller Individuen auf der E-Serie-Biowaffe. Nur Beseitigung von E-Serien-Objekte zu verwenden. Das Toxin muss vor Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe von E-Serien-Zelle in das Nekrotoxin-Behälter. Okay. Aha. Die Probe von Evelyn. So, Evelyn. Jetzt bist du dran. Keine Ahnung. Man kann es nicht lesen. Ah! Ein Bericht also. Evelyn ist außerdem in der Lage, Organismen aus Myzelien, den fadenförmigen Zellen eines Pilzes, zu erschaffen. Der Begriff Organismus wird hier weit gefasst. Streng genommen handelt es sich dabei um Superorganismen, die aus zahllosen Myzelien bestehen. Wichtig ist jedoch, dass diese einen starken Überlebenstrieb aufweisen und sie schon bei der leichtesten Provokation wild verteidigen. Ihre pilzartige Widerstandskraft und beeindruckende Stärke verleihen ihnen ein signifikantes Potenzial für den Kampfeinsatz. Die Forscher haben diese Superorganismen die Molded getauft. Angelehnt an die Wörter Mold, Schimmelpilz und Molded geformt. Eine mehrdeutige Bezeichnung einer gewissen Eleganz nicht abgesprochen werden kann.
Für die Behandlung von unbeabsichtigten Infektionen kann ein spezielles fungizides Serum gewonnen werden, in dem Geweberoben von Evelyn einer unterzogen werden. Ein Serum einer infizierten Person zu injizieren zeugt für eine Kalzifikation der Myzelien. Aber wenn die Zellen der Person schon weitestgehend befallen sind, ist das Serum tödlich. Da das Behandlungsfenster so klein ist, ist die Hauptfunktion des Serums die Eliminierung von infizierten Individuen und nicht deren Heilung. Während wir das Potenzial des Serums untersuchten, fanden wir heraus, dass wir dessen Effekten aufs Äußerste steigern konnten, wenn wir es aussetzten, wodurch ein Präparat entstand, das wir jetzt das E-Nekrotoxin nennen. Und das selbst in kleinen Dosen, keine Ahnung, warum da Sternchen sind. Besonders interessant an Evelyns Verhalten ist ihre Fixierung auf das Konzept der Familie. In Experimenten wurden infizierten Personen bei verschiedenen Gelegenheiten dazu gebracht, als ihre Mutter und Vater aufzutreten und Evelyn wie ihre eigene Tochter zu behandeln. Warum hat es sich auf Familie als Thema ihres geistigen Kontrolle festgelegt? Es ist reine Spekulation, aber es könnte sein, dass sie instinktiv versteht, dass eine Familieneinheit sich besser dazu eignet, sich in sozialen Gruppen einzufügen, als ein einsames Mädchen. Andererseits, nun, ein sentimentaler Mensch könnte sagen, dass sie ein von ihr wahrgenommenes Fehlen von Liebe in ihrer abgeschirmten Aufzug kompensieren möchte. Die Liebe der Eltern. Okay, langsam steigen wir wohl dahinter, was hier getrieben worden ist. Wir haben an Evelyn also einen Pilz verabreicht. Was ist denn hier noch? Nichts. Und Evelyn, das kleine Mädchen, möchte einfach nur eine Familie haben. Und dieser Pilz kontrolliert quasi, das haben wir gelesen, das kleine Mädchen. Aber das kleine Mädchen ist so abgrundtief böse. Wir müssen es eliminieren, so leid wie es mir tut. Wir können dieses Geschöpf nicht auf die Menschheit loslassen. So, ich war jetzt hier dabei. Noch kurz. Mann! Bisschen zu entrümpeln. Die Pistole mitnehmen. Die Pistolenmunition nehmen wir natürlich auch alles mit. Gut. Und dann werde ich mal sagen, wir werden hier mal abspeichern, wenn wir schon hier sind. Und in der nächsten Folge geht es dann selbstverständlich weiter. Wir werden Evelyn finden. Wir sind jetzt hier schon ein gutes Stück vorangegangen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier bei Resident Evil 7. Bis dann. Ciao, ciao.